herzlich willkommen zu unserer vierten Sendung hier an der Hochschule in Aalen. Und wir selber mit Blackpin sitzen ja nebendran im Innovationszentrum. Ja, was machen wir, Blackpin? Wir sind ein Mobile Messenger, ein sicherer Mobile Messenger und bauen jetzt im Moment Blackpin 2.0, die digitale Transaktionsplattform für agiles Arbeiten von morgen. Und wir machen diese Sendung, wir haben der Sendung auch jetzt schon ein Motto gegeben, The Future Club, genau, weil wir nämlich spannende Menschen treffen aus unserem Netzwerk heraus, die nicht nur uns Neues erzählen und wir uns ganz spannend mit ihnen austauschen, sondern wir das eben euch nicht vorenthalten wollen und diese Themen mit euch teilen wollen. Und wir kriegen ja auch tolles Feedback in den Kommentaren. Thema Cybersecurity, das wird das nächste Thema sein in der nächsten Sendung. Aber heute freuen wir uns ganz besonders, weil wir nämlich den Sascha Lück hier haben von Best in Advice. Darf ich gleich vorstellen. Und zu meiner linken, rechten, wie immer, Dr. Gerold Blesit, unser Datenschutzsicherheitsbeauftragte und Salesleiter. Und wir freuen uns heute über ein sehr angeregtes Gespräch mit dir. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben eben, die Sandra hat schon gesagt, heute einen wirklich, ich glaube, mega innovativen Partner bei uns zu Gast. Sascha Lück, Geschäftsführer und Gründer der Firma Best in Advice. Wir freuen uns sehr. Wir haben in den Vorgesprächen sind einige Dinge schon angeklungen und vor allem unser erster Kunde in der vierten Sendung. Da sind wir sehr stolz drauf. Vielleicht stellst du dich selber auch mal ganz kurz vor. Gerne. Also wie gesagt, ich bin der Sascha Lück, ich bin 41 Jahre alt, ich komme aus NRW, aus Neuss, habe ein Unternehmen in Mainz, Direktvertriebsunternehmen. Wir arbeiten für viele verschiedene Partner im Telekommunikationsbereich. Wir arbeiten für die Deutsche Telekom, wir arbeiten für die Vodafone, für viele verschiedene Partner. Und bei mir geht es darum, dass wir einen Digitalisierungsprozess schon angestoßen haben im Unternehmen. Das heißt, wir arbeiten schon relativ digital, nur bei mir ist es so, dass wir viele Problematiken haben, weil wir viele verschiedene Partner haben für Digitalisierungsprozesse, sei es jetzt WhatsApp, wir arbeiten mit Streamer zusammen, wir arbeiten mit Microsoft Teams zusammen oder auch Videos mit Zoom und das ist mir ein Riesenwust quasi und da möchte ich ganz gerne Abhilfe schaffen, indem wir das Ganze quasi vereinheitlichen in einen Messenger-Service, den wir wahrscheinlich, wo wir das alles abbilden können und B, vor allen Dingen auch eventuell noch andere Sachen im Fortschritt da mit implementieren können. Schön, super. Also ich freue mich erstmal, dass du von so weit her gereist bist, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Ja. Also wir haben eine kleine Überraschung für dich, um auf die nächste Frage zu kommen. Patricia, jetzt wäre, genau, und zwar, genau, zeig uns mal. Ich bin gespannt jetzt. Ja. Du darfst es aber noch nicht aufmachen, erstmal behalten. Ja, und zwar diese Box. Ich weiß nicht, ja, genau, Patricia. Genau, also diese Box steht dafür, dass du mir erzählt hast bei unserem letzten Gespräch, dass du deine Firma out of the box, also aus dem Schuhkarton raus gegründet hast. Hier ja, der stellvertretende Schuhkarton, ja. Nachher machen wir ihn auch auf. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Weil, erklär mal kurz, wie anders ihr arbeitet. Weil wir haben ja auch so unsere eigene Philosophie, wie die Firmen von morgen aussehen, wie sie arbeiten. Wir arbeiten selber auch sehr agil. Wir stehen ja auch für agiles Arbeiten von morgen. Und wie läuft es bei dir genau ab? Wie sieht das heute schon aus? Ja, so ziemlich modern. Ne? Also wir haben eine flache Hierarchie bei uns. Also wir duzen uns alle untereinander, so wie es bei euch auch quasi der Fall ist. Ne? Wir sind ein relativ modern, junges Team, wobei auch ältere Leute bei uns arbeiten. Wir arbeiten halt im Direktvertrieb. Ne? Im Direktvertrieb geht es hauptsächlich um Motivation, dass die Leute halt Spaß haben, auch auf die Arbeit zu kommen. Weil den Spaß, den die Leute vermitteln, wenn sie auf die Arbeit kommen, den sollten sie dann auch, oder haben, vermitteln sie dann auch beim Kunden viel mehr. Ne? Das ist halt so ein Synergieeffekt in dem Moment. Und das, was wir halt gemacht haben, oder vielmehr, was ich gemacht habe, ist, ich habe mal Chemie studiert. Und während dem Studium gab es halt so eine Phase, wo ich musste mein Studium halt finanzieren irgendwo auch. Ne? Und da bin ich halt arbeitslos geworden und wusste dann nicht mehr wirklich, was ich tun soll. Und dann bin ich halt in den Vertrieb gegangen und habe quasi damals Telefonanschlüsse oder Telefonvertragsoptimierung von der Deutschen Telekom, auch von Tür zu Tür in Promotion und so weiter verkauft. Und mir hat das halt Spaß gemacht, weil eigentlich komme ich aus der Gastronomie, da hatten wir gestern Abend ja auch schon drüber gesprochen. Und da habe ich halt festgestellt, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Und so ist das halt bei uns entstanden. Und mit dem Schuhkarton war es quasi so, dass wir im weitesten Sinne des Wortes so angefangen haben, als ich mein erstes Büro hatte, das war so die Geschichte, da hatten wir Schuhkartons
also Kartons, nicht Schuhkartons, also Kartons, ja, halt große Kartons. Ne? Und da waren halt Kästen drunter mit Flaschen. Und das waren halt die Stühle von meinem Vorstellungsgespräch. Ne? Hast du da ein Foto, was wir einblenden können? Das ist ewig lange, ist das schon her. Also das ist jetzt schon 10 Jahre mittlerweile her. Und wie gesagt, das hat halt quasi in dem Moment, das kann man damit sagen, ganz klein angefangen. Und es ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Und ich sehe auch sehr viele Perspektiven für die nächsten Jahre, um das immer noch größer zu machen. Weil gerade auch der Glasfaserausbau in Deutschland ist halt immer noch ein sehr kleines Thema aktuell. Ne? Es ist zwar in den Medien drin, aber wenn wir das uns mal anschauen, was ist in Deutschland überhaupt bis dato umgesetzt worden, das ist halt minimal. Ne? Da ist halt noch ein Riesenpotenzial auch für die nächsten 20, 30 Jahre. Und auch für viele Menschen in dem Bereich halt Fuß zu fassen, da Geld mit zu verdienen und sich halt ein vernünftiges Leben irgendwo aufzubauen, mit einem langfristigen Zeitrahmen halt, ne? Oder auch einer langfristigen Perspektive. Und genau das suche ich halt jetzt für die Zukunft halt. Ne? Und das möchte ich halt ganz gerne noch ein bisschen vereinfachen. Und ich denke, dass wir auch unser Wachstum steigern können, indem wir es vereinfachen für die Leute und auch für uns. Und da kommen wir halt in so eine Richtung wie euch. Und damit kam auch dann meine Idee, mit euch in Kontakt zu treten, um ja, da vielleicht in Zukunft was zu stricken, was uns alle irgendwo ein bisschen weiterbringt. Super. Sehr gut, ja. Wischst du jetzt Geschenk? Kommt das nachher? Nee, das kommt nachher. Machen wir nachher zum Schluss. Gut, ja, stecken wir da vielleicht ein kleines bisschen ein, gerade auf inhaltlich, was ihr macht, Digitalisierung, du hast schon angedeutet. Was habt ihr denn da letztes Jahr schon umgesetzt? Also die Firma besteht ja schon zeitlang. Was habt ihr denn schon gemacht? Wo ist denn eure, wo steht ihr momentan? Wie also, geht's weiter? Es ist mal so gewesen, kann man sich ja so vorstellen, wie es immer war. Also wenn man irgendwie Aufträge generiert, Dienstleistungen macht, lief das lange Zeit im Papierformat. Wir waren beim Kunden. Promotion stand, ein Kunde kommt dahin, unterschreibt vor Ort einen Papierauftrag quasi. Ne? Diese Papieraufträge werden dann wieder versendet, kostet auch wieder irgendwo Geld. Ne? Dann haben wir wieder ein Datenschutzthema, wenn mal irgendwas verloren gehen sollte oder sonstiges. Und da hat uns der Digitalisierungsprozess schon enorm geholfen, weil mittlerweile arbeiten wir nicht mehr mit Papierformularen, sondern wir haben alle Pads. Die Daten sind darauf digitalisiert. Das heißt, die Daten sind auch auf dem Pad abgespeichert. Der Kunde unterzeichnet auch auf dem Pad. Wir haben keinen Postversand mehr, wir haben enorme Kosten gespart. Wir haben nicht mehr die Datenschutzproblematik, dass wenn Postversand untergehen sollte oder sonst irgendwie das nicht klappt, dass da irgendwas untergegangen ist, sondern die Daten werden direkt zum Partner exportiert. Wir haben eine schnellere Abrechnungsmöglichkeit. Also für uns hat die Digitalisierung im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren, wir sind jetzt nicht seit dem letzten Jahr erst da dran, schon einiges bewirkt. Und, aber da gibt es halt immer noch viele Punkte, die man da noch verbessern kann halt. Ne? Was wären die Visionen, die Punkte, wo ihr jetzt euch noch mehr... Also, ja, was ich halt ganz gerne hätte, wäre halt so, da hatten wir auch drüber gesprochen, ist halt, wenn man schon anfängt bei Einstellungen von Mitarbeitern, ein automatisierter Prozess, wieder bei datenschutzkonform, wo man über sein Smartphone seine ganzen Daten hochlädt, quasi in unser System und wir keinen Postversand mehr haben, kein Mitarbeiter muss mehr irgendwas zu uns bringen oder so, das kann man als Smartphone intern im Smartphone digital mit uns umsetzen. Dann würde mich freuen, wenn wir dann diese Desktop-Version vielleicht eines Tages dann haben. Das wäre super. Kommt bald. Oder bald. Bald haben. Die wird ja schon bald kommen, hat er eben gesagt. Nur es geht halt darum, dass wir das dadurch vereinfachen. Dann stelle ich mir vor, dass da Geotracking über die IOTA-Schnittstelle halt laufen wird, was für uns Arbeitszeitenkontrolle bringen würde, was von uns auch Gebietsplanung besser machbar machen würde. Dann stelle ich mir davor, dass wir darüber Videokonferenzen machen können. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, weil ich möchte ganz gerne, ich habe halt nicht nur den Standort in Mainz, ich bin halt in Stuttgart, in Trier, in Darmstadt, in Wiesbaden, in Wetzlar vertreten und ich möchte ganz gerne unsere Meetings, die wir alle machen oder auch Schulungen intern, halt alle digital laufen lassen über eine Plattform, wo wir uns alle gegenseitig sehen, wo wir auch die Schulung miteinander machen können. Und das aber in einem Messenger drin, mit dem ganzen System mit drinne und nicht, dass ich dafür wieder Zoom brauche, für das andere brauche ich wieder das, für das andere brauche ich, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich am Anfang gesprochen habe quasi. Genau. Und wenn du jetzt mal nochmal in die Zukunft blickst, Gerold hat es ja gerade schon gesagt, so Thema Vision, also jetzt sind wir sehr stark auf so unseren Messenger auch eingegangen und die Funktion, so allgemein, was sind die Herausforderungen, wo du auch sagst, wenn ich diese Hürden müssen wir einfach nehmen und wir brauchen Unterstützung, also wo siehst du Hürden auch für diese Digitalisierungsgeschichte? Ah, das ist genau das Thema halt. Wir sind momentan, wir steuern ja vertrieblich mit dem Glasfaserausbau für viele Partner und wir haben die Situation, dass wir aus Datenschutzgründen zum Beispiel keine Listen führen dürfen von den Kunden, was ja auch gut ist, ne? Weil
es ist eher nicht sinnvoll, dass ein Mitarbeiter weiß, was hat der Kunde jetzt, wann ist er geboren oder was hat er für einen Anschluss oder eine Vertragslänge oder sowas. Und da sehe ich halt eine Chance, wo wir halt in Zukunft eventuell über eine OCR-Schnittstelle, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, die Möglichkeit haben, datenschutzkonform eventuell den Angang der Kunden zu vereinfachen und auch die Masse der Kunden oder auch die Durchlässigkeit verringern quasi. Ne? Weil es passiert bei uns häufig so, dass wir halt Orte angehen, da sind 10.000 Haushalte, die angegangen werden müssen für einen Glasfaserausbau. Wenn wir da 6.000 bis 7.000 Haushalte antreffen, dann war das schon gut. Und das, was ich halt gerne schaffen würde, ist, dass wir halt über eine datenschutzkonforme Lösung es schaffen, jeden einzelnen Haushalt anzugehen. Und da sehe ich halt große Herausforderungen, die wir momentan nicht unbedingt umsetzen können, wo ich Hilfe brauche oder halt auch bereit bin. Ist ja auch das ganze Thema, Terminplanung auch. Also Terminplanung ist da drin. Genau. Da geht es dann auch um, wie gesagt, Community Messenger, hattet ihr ja schon mal angesprochen, eventuell, dass wir das nachher so machen könnten, sogar wie bei Facebook, dass sich da die Communities von Ortschaften zusammentun und man kann eventuell mit denen dann den Ort plakatieren mit Blackpin zum Beispiel und zum Beispiel kann man dann... QR-Codes. Nein, aber dass man quasi hingehen könnte und die Kunden halt, also mehr Kunden angehen kann. Das ist halt im Endeffekt das, was ich damit erreichen will, dass wir da einen besseren Durchsatz haben. Ja. Ja, wir planen auch so eine User-Self-Registration, weil bei uns ist es ja so, dass die Firmen, die uns lizenzieren, also Software-as-a-Service-Modell, kennst du ja, dann auch entscheiden, wer drin ist und wer draußen ist. Aber dass man so eine Art QR-Codes wirklich anbietet, die dann verteilen kann, zum Beispiel an die Haushalte, auf einer Webseite oder so. Und die können sich einloggen und über den QR-Code können die sich dann selbst registrieren und können dann auch, aber auch wieder raus. Also dass die halt nur so part-time-mäßig drin sind. Es ist im Support auch relevant beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein Support-Thema habt, aber da sind wir auf jeden Fall dran. Also da. Das, was ich halt das Problem in der Digitalisierung oder vielmehr in der Digitalisierung, in dem Glasfaserausbau ist oftmals, dass wir nicht die ganzen Kunden bekommen. Und das wird man wahrscheinlich auch nicht 100% hinbekommen, aber man kann es verbessern, definitiv. Und da müssen wir halt ansetzen, denke ich. Ihr bekommt sie nicht an die Strippe quasi, oder? Das Problem ist halt, man kann die Leute anschreiben, man kann den Leuten E-Mails schicken, man kann die Leute anrufen, man kann die Leute besuchen, aber manche Leute bekommt man halt gar nicht. Ja. Aber das ist nicht unbedingt der größte Prozentsatz oder großer Prozentsatz. Das Problem bei uns ist zum Beispiel, wir gehen in ein Mehrfamilienhaus rein und da sind jetzt 20 Haushalte drin. Davon treffen wir jetzt 3, 4, 5 Haushalte an. Jetzt musst du dir normalerweise notieren, welche Haushalte hast du denn jetzt auch aufgenommen. Mhm. Aber selbst das können wir nicht nachhalten. Und das ist momentan ein Riesenthema bei uns, wodurch wir uns echt schwer tun. Ich sag mal, so ein Mehrparteienhaus mit 20 Haushalten, wirklich alle 20 Haushalte ans Glasfasernetz anzuschließen. Und ich glaube, dass dadurch im Laufe der Jahre in Deutschland ein riesiger Flickenteppich entsteht. Das heißt, es ist ein Goodwill, wir wollen alle Glasfaserausbau haben und sind auch alle heiß darauf und sind auch alle bewusst darüber, dass das ein Standortnachteil aktuell in Deutschland ist. Aber wir nutzen die Chance nicht, die wir da haben, weil wir uns selber blockieren. Mhm. Das ist halt oftmals so ein bisschen der Punkt. Ne? Absolut. Ich würde mal noch mal gerne auf das Thema eingehen. Deine Firma, wie du Menschen einstellst, weil wir beschäftigen uns ja auch mit dem Mitarbeiter der Zukunft. Wie sieht das aus? Auch so ein bisschen Werte einer Firma. Das leben wir auch total und ist uns wichtig, dass so das richtige Team an derselben Mission oder Vision arbeitet. Erzähl doch mal ein bisschen davon, wie du die Leute recruitest und welche Chancen sie haben und wie das ein bisschen anders aufgebaut ist. Ja, um zu unserem Unternehmen zu kommen quasi. Also bei mir ist es so, die Recruiting-Kanäle sind weit gefächert. Ne? Also wir sind über Facebook aktiv, wir sind im Instagram aktiv, wir sind auf den Arbeitsagenturen und auch bei Personaldienstleistern und so weiter aktiv. Wir sind quasi auf dem ganzen Markt verbreitet. Dann ist es so, dass ich halt ganz normale Festangestellte suche, die bei mir halt ganz normal erstmal erlernen, wie der Vertrieb funktioniert. Dann kann derjenige bei uns ganz normal als Vertriebler weiterarbeiten, bekommt dann immer wieder seine Schulung. Wir haben riesige E-Learning-Programme, wo man sich weiterbilden kann, dass man auch immer up-to-date ist mit dem jeweiligen Produktpartner. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt schon mit einem Produktpartner zusammen, wir sind da relativ unabhängig am Markt. Und der ist halt auch immer im Wandel und da kannst du mal schnell mal einen anderen Produktpartner irgendwo geben. Da muss man sich halt immer darauf vorbereiten, dafür haben wir unsere E-Learning-Tools. Dann hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, wenn er das Ganze bei uns gut versteht und das den Bewerbern, die sich dann in Zukunft bei uns bewerben, mit weitergeben kann, dass er dann sich Richtung Ausbilder bei uns entwickelt.
Nachher kann er sich dann, wenn er mehrere Mitarbeiter ausgebildet hat, auch dann zum Assistenzmanager entwickeln, der dann assistiert quasi der Filialleitung mir in Mainz oder den anderen Jungs, die ich ausgebildet habe in den jeweiligen Filialen. Und dann hat derjenige halt die Möglichkeit, irgendwann, wenn er wenn er dann Manager bei uns geworden ist, das ist ein gewisser Titel, man hat 3-4 Leute ausgebildet, dann kann man Richtung Manager gehen und dann suchen wir uns irgendeine Stadt aus, um zu expandieren. Und dann sagen wir jetzt, okay, da ist jetzt irgendein Glasfaserausbau in Zukunft oder da ist das Projekt für die nächsten Jahre und so. Und dann spinne ich mal rum, wir würden jetzt nach Berlin gehen, dann würde ich mit einem Mitarbeiter ein Büro in Berlin eröffnen, also ein Büro anmieten. Der Mitarbeiter ist weiterhin fest bei mir angestellt, baut sich dann eine Crew auf, die dann mit ihm zusammenarbeitet. Auch wie gesagt, wie wir es eben angesprochen haben, flache Hierarchie, also alles in unserem Mindset. Und dann geht es halt in die Richtung, dass er ab einem gewissen Volumen von Mitarbeitern und gewissen Erfolgen in den Projekten sich dann auch selbstständig machen kann und von uns dann halt die Firma komplett überschrieben bekommt. Ne? Das heißt, die Leute haben halt die Möglichkeit, aus dem Schuhkarton, wenn wir wieder dabei sind, quasi gesehen, sich eine eigene... So ein Starter-Kit, weißt du, wie so ein Schuhkarton und dann, das wäre doch cool. Ja, das funktioniert aber meistens leider nicht so einfach. Oder ein virtuelles dann später. Das wäre auch nicht verkehrt, aber es geht halt darum, dass ich so Leute suche halt für die nächsten Jahre, vielleicht auch nochmal ein Hinweis an die Zuschauer, die Interesse an sowas haben, am Glasfaserausbau oder an People-Business, mit Menschen zusammenzuarbeiten, dass es darum geht, dass wir Leute suchen, die in Zukunft Karriere machen wollen, die am besten mit uns noch irgendwo in neuen Städten, vielleicht auch im Ausland. Wir sind also nicht nur in Deutschland tätig, wir sind auch in Portugal, in Italien und glaube ich mich ja noch gleich. Ja, also wir suchen halt wirklich eine ganze Menge Leute, weil wir haben halt sehr große Projekte für die nächsten Jahre und wir haben halt sehr, sehr viel vor. Und ja, wir haben auch eine gute Truppe schon zusammen, die wissen, wo es lang geht sozusagen. Ja. Das hört sich doch gut an. Sehr gut, ja. Ja, wissen, wo es lang geht. Gerold, hast du noch eine Frage? Ja, Frage ist, wenn du Wünsche hättest, oder ich hoffe, du hast Wünsche. Wie lauten denn die? Und an wen? Genau. Ja. Also jetzt im Bezug hier auf unsere, sag ich mal, Zusammenarbeit, würde ich mir halt wünschen, dass wir das Ganze immer weiter vortreiben können, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht das Ganze zu so einem Leuchtturmprojekt für Deutschland vielleicht machen können, weil es so ein digitales Thema, so ein, ich sag mal, ein smartes, digitales Thema sehe ich in Deutschland aktuell nicht so wirklich viel. Und gerade auch in Verbindung zu IOTA ist es halt auch eine Sache, die sehr zukunftsträchtig halt ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze immer weiter fortführen können, für mich selber gesund zu bleiben, dass meine Family weiterhin gesund bleibt, dass wir vielleicht noch ein bisschen wachsen mit unserem Unternehmen. Er nennt seine Mitarbeiter Family. Ja, das sind halt alles meine Kids. Das finde ich auch so schön, so. Ja, seine Kids. Das finde ich cool. Und im Endeffekt ist es so, dass ich hoffe, dass bald Corona vorbei ist, wir alle wieder ein bisschen mehr zusammenkommen können. Und ja, das sind so die Zukunftsperspektiven, die ich mir wünsche halt selber halt. Schön. Ja, das sind doch sehr, sehr ähnliche Wünsche oder identische, die wir auch haben. Wir wünschen uns auch, dass das weitergeht und dass wir deine Visionen umsetzen können mit unserer App. Und wir sind ja auch wirklich dran und wir teilen dieselben Visionen. Das ist so das Schöne. Und deshalb darfst du jetzt gleich die Box aufmachen, weil... Okay, mach mal auf, doch, mach mal auf. Genau, was wir nicht gemacht haben. Wir haben nämlich gesagt, der Sascha und Besten Advice, das ist unser Mitarbeiter des Monats. Sehr schön. Genau, weil wir einfach finden, dass auch ja unsere Kunden, habe ich jetzt Mitarbeiter gesagt? Ach Gott, Kunde natürlich. Genau, vielleicht arbeitest du irgendwann bei uns. Nee, also wirklich Kunde des Monats, weil wir ja auch Wünsche haben an unsere Kunden, gell? Und wir finden, du erfüllst alles, weil du eben diese Vision mit uns teilst und uns sofort verstanden hast, so wie wir für unsere Idee brennen, hast du relativ schnell erkannt, deine Use Cases und wie du es einsetzen könntest. Und das wünscht man sich natürlich, dass man das, was man sich erträumt und dann erbaut, was wir hier alle machen, dass es angenommen wird und verstanden wird. Und deshalb Gratulation. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und ich denke, da haben wir noch einiges vor. Und ich denke, da können auch noch einige zusätzliche Sachen, die wir jetzt heute nicht erwähnt haben, wahrscheinlich noch implementiert werden. Und da findet man gute Ansätze, um das Ganze noch ein bisschen smarter zu gestalten, denke ich. Ja. Wir arbeiten daran, dass wir deine Bedürfnisse sukzessive befriedigt bekommen. Sehr schön. Und damit natürlich auch unsere. Ja. Genau. Ja, super. Vielen lieben Dank an dich, dass du den weiten Weg angetreten bist zu uns in die Sendung. Und in der nächsten Sendung, in der 5., werden wir Roderich Kiesewetter haben. Und wir hatten
den Wunsch von unseren Zuschauern, dass wir uns mal dem Thema Sicherheit stellen sollen, Cybersecurity und alles, was drumherum gehört. Und da habe ich dann zwei Experten in der Sendung, nämlich Gerold zum einen und eben der Roderich Käsewetter. Wir freuen uns schon drauf. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.